Herzlich willkommen in Meister Frickels Wohnwagen. In diesem Video geht es um die Stromversorgung in unserem Wohnwagen mit einem Powerpack. Die meisten denken ja, ist ja ganz einfach. Einfach draußen anschließen, der Powerpack da rein. Ja, und dann läuft die Butze. Ist auch genauso richtig. Aber wollt ihr euer über 1000 Euro teures Gerät draußen stehen lassen? Also ich nicht. Und deswegen habe ich mir eine Lösung überlegt, wie wir das ins Fahrzeug integrieren können, ohne in Konflikt zu kommen mit Landstrom und dem Strom aus dem Powerpack. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, solch ein Video zu produzieren, geschweige denn, warum will ich das überhaupt? Normalerweise ist es ja so, ich fahre zu meinem Urlaubsort, stecke den Wohnwagen in die Landsteckdose, ja, und dann läuft doch alles. Aber wenn man mal zum Beispiel irgendwo eine Nacht verbringen möchte, wo man nicht unbedingt Landstrom hat, oder man ist irgendwie außerhalb, oder man fährt zum Urlaubsort hin und möchte vielleicht eine Zwischenstation machen, dass man sich irgendwo an der Seite hinstellt, um einfach mal die Nacht zu verbringen, wäre es natürlich von Vorteil, wenn man dann so ein Powerpack anschließen kann. Des Weiteren habe ich als Vorteil gesehen, ich habe zum Beispiel hier diesen Kühlschrank, der hier verbaut ist, den kann ich auf Gas laufen lassen, auf 220 Volt laufen lassen und auf 12 Volt laufen lassen. Auf Gas während der Fahrt, nee, sollte man vielleicht lassen, 220 Volt während der Fahrt, wenn man 220 Volt hat, funktioniert ziemlich gut. Nämlich genauso, als ob ich jetzt auf dem Campingplatz stehe oder hier zu Hause und das einfach anschließen kann. Und 12 Volt ist so semi, weil 12 Volt ist eher so Erhaltung. Da muss man halt viel beachten. Ich muss den Kühlschrank auf jeden Fall vorkühlen, kalte Sachen reintun. Und dann auf 12 Volt umstellen, darf während der Fahrt den Kühlschrank am besten nicht aufmachen, weil die Erhaltung, geschweige denn diese 12 Volt Spirale, ziemlich schwach ist. Das nächste ist, sie geht natürlich auch auf meine Autobatterie vorne. Und hier in diesem Wohnwagen gibt es dann noch das Problem, dass wenn ich das auf 12 Volt betreiben möchte, dann ist das so, dass ich leider das Licht vom Fahrzeug anhaben muss. Also am Auto, da ich vorne jetzt keine 13-polige Buchse dran habe, sondern nur diese 7- oder 8-polige. Da habe ich aber leider dann das Problem, wenn der Kühlschrank läuft, ich habe das Licht an, ist die eine Seite stärker wie die andere und das möchte ich definitiv nicht. Das ist ein bisschen irritierend, auch für andere Fahrzeuge, die hinter einem fahren und und. Das haben wir lang erzählt wegen den Gründen und so. Warum möchte ich sowas haben? Ganz einfach. Mein Ziel ist es, so eine Powerbank anschließen zu können und sie hier im Fahrzeug betreiben zu können. Aber wenn ich zum Beispiel von außen hingehe und Landstrom anschließe, will ich natürlich nicht die 220 Volt Landstrom hier reindrücken. Wer weiß, was da passiert. Kann wahrscheinlich was kaputt gehen, irgendwelche Konflikte kommen und und. Das wollen wir alles nicht. Deswegen habe ich mir was überlegt, wenn ich Landstrom einspeise, muss ich erst was umlegen, damit der Powerpack abgekoppelt wird und der Landstrom angeschlossen wird. Zu Testzwecken bin ich vorab einfach mal hingegangen und habe unerlaubterweise, und das sollte man vielleicht auch nicht unbedingt nachmachen, einfach zwei männliche Steckdosen hier zusammen gemacht. Das heißt, wenn ich den in die Steckdose drauf mache, ist hier Saft drauf. Wenn ich den jetzt in eine normalen, üblichen Steckdose reinstecke, wo Strom drauf ist, würde dann hier auch Strom rauskommen. Ist natürlich rattengefährlich. Packt man hier dran, holt man sich eine und für die Kinder ist das natürlich auch nicht so toll. So, aber wie kriege ich das gelöst, dass ich jetzt das hier anschließe? Jetzt nehme ich mal zum Beispiel den kleinen hier. Den anschließe, dann könnte ich den jetzt in die Steckdose vom Wohnwagen tun und hätte dann eigentlich auch schon die 220 Volt Versorgung des Wohnwagens gesichert. Muss man dann aber auch sehen, läuft dann nicht über einen Schutzschalter oder eine Sicherung.
Hier sind zwar in den Geräten so etwas wie Schutzschalter oder Sicherung vorhanden. Die schalten also bei Überlast ab, auch bei Kurzschluss. Aber naja, so 100% drauf verlassen sollte man sich jetzt vielleicht nicht. Auf jeden Fall, als Testversuch hat das vollkommen funktioniert. Ich habe es auch schon während der Fahrt gemacht. Habe es quasi dann angeschlossen, den Kühlschrank laufen lassen. Ja, und wir sind dann zum Zielort gefahren. Dauerte 3 Stunden und der Kühlschrank war immer noch schön kalt. So, wie ist jetzt meine Lösung für die ganze Geschichte? Ich möchte hier, habe ich mir mal einen besonderen Schalter besorgt. Da habe ich jetzt echt lange nachgesucht und irgendwann habe ich einen gefunden. Und da ist auch direkt zu sagen, diese Dinger gibt es in Preisspannen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe jetzt hier einen gefunden, der kostete, glaube ich, unter 10 Euro. Die kriegst du aber auch für 100 Euro. Also, und das ist genau derselbe Schalter. So, dieser Schalter sieht so aus. Komm mal her. So sieht der kleine Schalter aus. Und da sind, wenn man da reinguckt, sind da so Spangen drin. Und wir haben jetzt hier 2 Eingänge, hier 2 Eingänge und hier 2 Ausgänge. Wofür ist das? Das ist eigentlich für Notstromaggregate, um sie vom normalen Netz abzukoppeln und dann umzuschalten. Also hier wäre jetzt die Stromversorgung vom Haus dran. Dann wäre auf der Seite hier der Notstromaggregat und auf dieser Seite wäre das kommende Kabel von normalem Stromversorger. Haben wir es so, dass hier die Leitung gekappt wird, kann man das Notstromaggregat einschalten und auf Notstromaggregat einschalten. Geht jetzt hin und der Versorger lässt wieder Strom rein, ist es ja nicht so, dass der Strom hier durchjagt, sondern ich muss erst umseppen und dann ist das Notstromaggregat wieder abgekoppelt und der Versorger ist angekoppelt. Hier habe ich dann die Leitung zu meinem Haus oder wie auch immer. Auf jeden Fall super einfache Technik, muss man echt sagen. Hier steht drauf 2P, 32 Ampere, reicht auf jeden Fall. Die meisten Campingplätze mittlerweile haben, glaube ich, 16 Ampere Absicherung. Das heißt, wir sind ja auf jeden Fall schon mal drüber mit den 32 Ampere. Natürlich super. Was braucht man hier in so einem Wohnwagen maximal? Ich denke mal, so ein Ding kann man dann auch wirklich gut verwenden. Und dieses muss ich jetzt so anbringen, an der Sicherung, geschweige denn vor der Sicherung, dass ich quasi vom Landstrom hier reinkomme. Auf der anderen Seite mache ich ein Kabel bis zu einer dieser Boxen. Da werde ich auch ganz normal mit so einem Stecker arbeiten hier. Und deswegen ist das auch so ultra wichtig. Deswegen finde ich das auch so ultra wichtig, dass auf jeden Fall so ein Schalter dazwischen ist. Weil wenn dieser Stecker blanko rumliegt und da ist Strom drauf, du fasst da an, dann wirst du dein Leben nicht mehr glücklich, weil sich da jemand echt schwer verletzen kann. Und wenn, so wie ich jetzt mit kleinen Kindern, ist das sowieso rattengefährlich mit Strom und auch Kleinkindern, sollte man da auf jeden Fall safe sein. Ja. Mit dem Ding bin ich guter Hoffnung, dass wir das auf jeden Fall so hinkriegen. Der nächste Vorteil ist halt, ich kann diese Geräte jetzt hier im Fahrzeug verwenden und habe keine Angst, dass die geklaut werden. So, genug gelabert. Wir bauen mal so ein Ding ein. So Leute, ist ein bisschen schwierig aufzunehmen und wundert euch nicht, wenn ihr mal wackelt. Wie gesagt, ich stehe im Wohnwagen, der ist zwar fest, aber trotzdem wackelt so ein Ding ja immer. Machen wir mal den Sicherungskasten auf. Also Angst haben, dass da Strom drin ist, muss ich nicht, weil ich habe nichts angeschlossen. Einmal den Sicherungskasten, da müssen wir gucken, wo die Leitung, die Zuleitung herkommt. Da müssen wir einmal dran gehen. Und dann noch gucken, ja, wo wir den neuen Schalter positionieren. So richtig zeigen kann ich es nicht, es ist viel zu eng da hinten. Plus, wie gesagt, ich bin kein Elektriker. Ich muss auf jeden Fall auch jemand drüber schauen lassen später noch. Das mache ich auch. Solltet ihr vielleicht auch, nehmt euch jemand an der Hand, der sich damit auskennt. Ich schließe das jetzt einmal an, lasse dann jemand drüber gucken und dann sprechen wir gleich nochmal. Ich möchte euch erstmal jetzt so meine kleine Vorablösung zeigen.
Ich habe jetzt draußen Strom angeschlossen. Das heißt, ich habe einmal Landstrom und einmal hier meine Boxe. Vielleicht könnt ihr im Hintergrund hören, dass jetzt gerade auch hier ein Lüfter läuft. Dieser Lüfter lädt jetzt gerade mein Akku. Das heißt, ich habe es so angeschlossen, wenn Landstrom von draußen kommt, wird automatisch dieser Akku geladen. Solange er angeschlossen ist natürlich. Das heißt, sobald ich irgendwo an Landstrom gehe, wird auf jeden Fall dieser Akku geladen. Da ist es auch egal, ob ich jetzt hier im Wohnwagen den Landstrom benutze oder den Strom aus dem Akku. Das zeige ich euch aber gleich drüben an dem Schalter. Des Weiteren nicht wundern, ich habe hier noch ein Kabel, das seid nämlich ihr mit eurem Licht. Und hier ist jetzt das Kabel, was ich angeschlossen habe, was für den Wohnwagen verantwortlich ist. Dieses Kabel kann ich jetzt so schalten, dass von hier aus Strom genommen wird oder vom Landstrom Strom genommen wird. Wie gesagt, der Riesenvorteil ist dabei, sobald ich Landstrom anschließe, wird dieser Akku wieder geladen. Jetzt seht ihr, passt natürlich so nicht, weil alles viel zu hoch. Der Vorteil natürlich bei solchen Batterien, die können wir auch hinlegen, das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Ist zwar ziemlich schwer und umständlich, aber ich habe jetzt hier die Möglichkeit, an alles dran zu kommen. Ich kann alles schalten und walten und habe jetzt 220 Volt safe. So, damit sind wir hier erstmal durch. Der Akku bleibt hier drin und kann jetzt auch laden. Ich bin schon überlegen, weil dieses Akkuladegerät natürlich, wie ihr hört, hier so einen Lüfter hat. Der läuft eigentlich immer. Ist ein bisschen nervig und der Akku muss nicht immer geladen werden. So wie ihr hört, also ich werde wahrscheinlich noch eins bisschen ändern. Ich habe das jetzt hier auf Dauerstrom laufen. Die Steckdose, die ich hier genommen habe, um das zu laden. Nur hier ist so ein Lüfter drin, der läuft natürlich andauernd und wird natürlich des Nachts oder so auch nerven. Und so lange muss so ein Akku auch nicht laden. Der wird dann einmal voll geladen und dann soll auch gut sein. Da werde ich wahrscheinlich noch irgendwo einen Schalter einbauen, dass ich diesen Stecker ein- und abschalten kann und dass ich dann hier quasi so eigentlich gar nicht dran muss. So, genug in dieser gebückten Haltung. Jetzt gehen wir einmal hoch und dann zeige ich euch das einmal im Schrank. So, wir sind jetzt hier im Schrank und ihr seht mein Schalter. Also, es läuft wie folgt. Das ist Landstrom. Der geht hier hoch, läuft über die Sicherung, geht dann in meine Schalteinheit und ihr seht, hier oben sind zwei Kabel. Das eine Kabel, das ist wie gesagt hier Landstrom, der hier reingeht, und das hier wird weitergeführt zu der Steckdose hinten, wo der Akku sitzt, damit der Akku über Land immer geladen wird. Ihr seht jetzt auch, der Schalter steht nach oben. Oben heißt bei mir jetzt Landstrom. Und wir haben hier unten das zweite Kabel, dieses hier, was von der externen Batterie kommt. Und hier, diese Kabel, die ihr hier seht, das sind die Kabel, die zum Wohnwagen gehen. Also zu der kompletten Wohnwagenelektrik. Für Licht, Kühlschrank und alles weitere. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, steht da jetzt auf Landstrom. Wenn ich jetzt hier wegmache, seht ihr direkt, das Licht ist hinter mir ausgefallen. Ich habe das Kabel am Wohnwagen angeschlossen und zappe ich jetzt weiter runter, bin ich jetzt auf der Batterie. Habe das so voneinander getrennt, dass ich niemals die Möglichkeit habe, in Konflikt zu kommen, dass ich Landstrom mit der Batterie koppel. Das heißt also, da bin ich jetzt safe. Ich gehe davon aus, dass man das vielleicht nicht unbedingt schalten sollte unter Strom oder unter Last. Aber ich habe festgestellt, funktioniert eigentlich mega gut und tadellos. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt nochmal einen Schalter darüber bauen. Und vielleicht stellt der eine oder andere sich auch die Frage, warum hast du das so gemacht und warum baust du da jetzt den Schalter ein? Einfach nur, weil die Wege da ziemlich kurz waren, auch von der Anschließerei her. Ich bin sogar hingegangen und habe den Stromkasten selber noch ein bisschen nach vorne versetzt, um den Schalter dahinter setzen zu können. Warum habe ich das getan? Ihr habt gesehen, man kann teilweise Kontakte sehen. Die sind zwar
versteckt, also auch weit genug versteckt. Wenn man mit dem Finger dran fasst, passiert nichts. Aber ihr solltet immer berechnen, es könnte natürlich auch der Super-GAU passieren. Da hängt Wäsche drin. Ihr habt an der Wäsche auch Reißverschlüsse. An den Reißverschlüssen, da sind diese langen Dinger dran, die können da reinkommen. Irgendjemand kann dran fassen und sich dann auch eine fangen. Sollte man immer so ein bisschen mitberechnen. Ich habe das extra da hinten versteckt, damit das halt fast ausgeschlossen wird. Aber 100% ausschließen kann man sowas auch nie. Nur so als kleiner Tipp. Mein Elektriker hat sich das angeguckt, hat das für gut befunden, hat aber auch zu mir gesagt, wenn es geht, mach's bitte stromlos, also schalte stromlos, ohne dass Strom an ist. Es geht zwar auch mit Strom, habt ihr ja gesehen, als Vorführung, aber wenn man das macht, sollte man das eher stromlos machen. Oh, Schalter ist auch verbracht. Ich bin übrigens so hingegangen, habe überall flexible Leitung genommen, natürlich auch Ader-Endhülsen, vielleicht sieht man das, mit verbracht, also mit eingebaut, damit es auch fahrzeugkonform wird. Ja. Und jetzt kann ich halt hier von hier aus den Lüfter einschalten oder ausschalten. Den hört man gerade wieder nicht. Also ich höre ihn hier wahrscheinlich nicht. Und ja, kann den auch wieder abschalten. Dann stört er mich beim Schlafen nicht. Und ich kann von hier aus regeln, wann ich was lade oder nicht. Ja, ihr seht, ziemlich einfache Schaltung, wenn man halt weiß, wie so ein Schalter aussehen muss. Ich habe echt lange gesucht nach diesem Hoch- und Runterschalter, habe es dann gefunden. Wie gesagt, die Preise sind dermaßen unterschiedlich. Ich habe einen Link unten drunter gemacht, der kostet so einen Schalter unter 10 Euro. Aufpassen, ihr könnt so einen Schalter auch für 100 Euro kaufen. Naja, dementsprechend viel zu teuer ist es natürlich dann. Auf jeden Fall habe ich damit schon mal so einen Grundbaustein für weitere Projekte gelegt, weil zum Beispiel habe ich ja jetzt schön meine Akkubox da drin. Die kann ich natürlich dann auch mit Solar erweitern oder andere Sachen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal super safe, wenn ich unterwegs bin. Ich brauche einfach nur umseppen, kann den Kühlschrank jetzt auf 220 Volt weiterlaufen lassen, muss den nicht auf Gas fahren oder auf 12 Volt von meinem Fahrzeug nehmen. Und habe dann auch nicht unbedingt Angst, dass ich am Rasthof stehen und den Wagen starten möchte und auf einmal ist die Batterie leer. Naja, damit habe ich viele, viele Sachen ausgeschlossen und ich habe sogar jetzt die Möglichkeit, vielleicht auch mal ein oder zwei Nächte einfach irgendwo stehen zu bleiben. Mega, weil wenn ich stehe, kann ich den Kühlschrank umseppen auf Gas. Er verbraucht nicht mehr 220 Volt, verbraucht übrigens meiner hier 118 Watt. Nur so mal als Information, also diese Box, die muss gar nicht so ultimativ groß sein. Natürlich ist es super, wenn die groß ist und viel Kapazität in sich hat, kann man natürlich auch viel weiter kommen. Aber wenn ihr so eine kleine Box habt, die ich am Anfang mal gezeigt hatte, reicht das auch, um von A nach B zu kommen und den Kühlschrank am Laufen zu halten. Damit kann man bestimmt auch mal eine Nacht verbringen, aber vorausgesetzt, man seppt dann um, wenn man steht, tut den Kühlschrank auf Gas weiterlaufen lassen. Mir ist es einfach nur wichtig, dass ich auch abends dann einen Strom habe. Hier überall kann ich dann mal eben was einschalten oder hier. Das kann ich natürlich jetzt absolut autark machen für ein oder zwei Nächte. Und wenn ich Solar oder andere Sachen noch drauf baue, natürlich viel, viel mehr erweitern. Das kommt natürlich in den nächsten Videos wahrscheinlich auch nochmal. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, aber feinen Video weiterhelfen. Ich würde mich für einen Daumen hoch mega freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Abonniert ist kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Meister Frickel. Haut rein.